Also erstmal herzlich willkommen zu unserer Eröffnung von dem Kinder- und Teenie-Treff Beauty hier in Tiefenbach. Wir haben von Anfang an versucht, die Bedarfe und die Wünsche von den Kindern und Jugendlichen direkt mit einzubinden, haben dann zwei Kinder- und Jugendbeteiligungen durchgeführt. Demnach bieten wir zwei Formen an. Einmal einen Kinder-Teenie-Treff in diesem Raum mit einer hauptamtlichen pädagogischen Fachkraft und eben den Jugendtreff Waggon in seiner ursprünglichen Form in Selbstverwaltung. Genau, und Frau Mantel wird diesen Treff hier leiten. Schön, dass Sie alle da sind, dass Sie ja mit uns feiern, dass ihr mit uns feiert. Genau, die letzten Monate war halt jetzt wirklich Einrichtung. Manche kennen den Raum vielleicht auch vorher, waren viele Tische, viele Stühle drin. Und da haben wir vieles erneuert, auch mit den Kindern, die haben da mitgeholfen, die haben die Sofas mitbezogen, aufgebaut, Sachen mit ausgesucht, mit eingekauft. Genau, und waren da einfach so schon involviert. Jetzt starten wir endlich, das heißt, dass es jetzt ab nächste Woche, also ab dem 1. März losgeht. Dienstags und Mittwochs werden immer die Öffnungszeiten sein. Genau, und dann können die einfach im Alter von 10 bis 15 hinkommen und verschiedene Angebote nutzen. Also ich habe jetzt schon ganz spannend so ein bisschen durch die Gegend geguckt. Und bin hängen geblieben, tanze im Regen. Da gibt es ein schönes Sprichwort, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Leben heißt, nicht den Sturm abzuwarten, sondern im Regen zu tanzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen rauskopiert aus dem Ganzen hier. Mich freut es wahnsinnig, dass wir hier dieses Leben wieder reinbringen, weil diese Stube, sie ist ein bisschen ja, in die Jahre gekommen, will ich jetzt einfach mal so sagen, in der letzten Zeit. Und mit diesem Kinder-Jugend-Treff, ich bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Zeit dann vorwärts geht hier drin. Ich wünsche ganz, ganz viel Leben in der Bude. Und ich finde es toll, dass was sie daraus macht. Aber ich habe auch mitgekriegt, es wird ganz viel Eigeninitiative auch gezeigt seitens der Kids. Deshalb habe ich auch eine Kleinigkeit für die Kids dann noch mitgebracht. Auch drei. Sehr engagiert. Also dann sagen Sie mal den drei ein ganz herzliches Dankeschön im Namen der Stadt. Ich wünsche Ihnen dann vor allen Dingen hier drin richtig viel Freude mit den Kids. Ich hoffe, dass es angenommen wird, nicht nur von Tiefenbach, sondern auch von Eichelberger Kids dann hoffentlich. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht dann die nächste Generation darüber dann wieder irgendwann dann bringe, dass es darüber auch wieder im Waggon dann entsprechend weitergeht. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn es darüber wieder dann mit neuem Leben auch wieder weitergeht. Vielen herzlichen Dank an Sie beide, aber natürlich auch an Caritas, an die Organisation. Herzliches Dankeschön, dass Sie das mit uns positiv begleitet haben. Auch in den letzten Jahren zurückliegend betrachtet, dieses ganze Thema Jugendarbeit, da sind wir ja ganz eng verflochten. Miteinander und ich glaube, wir schaffen das ganz gut zusammen, so soll es auch weitergehen. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte Danke sagen für die Jugend, für die Kinder von Tiefenbach. Der Waggon ist doch schon einige Jahre Leerstein, kann man sagen. Und in diesem letzten Jahr ist in Tiefenbach sehr viel geschehen. Einmal durch Caritas, durch die Stadtverwaltung und auch insbesondere Frau Neugebauer, Frau Mantel. Vielen, vielen Dank. Gerade das Jugendforum, Telefonkonferenz und so weiter, ich war ja jedes Mal dabei, war wirklich sehr überrascht, was unsere Jugend, unsere Kinder möchten. Ja, die Gestaltung des Raumes, endlich sind die 50 Jahre alte Vorhänge, Arme und so weiter draußen. Ist auch für die Senioren nutzbar, das war mir persönlich ganz wichtig. Wir haben den Tisch so gestellt und die Bänke, die Stühle, dass man sie ruckzuck einräumen kann, ja, wieder raus. Und dann sind wohl, denke ich, unsere Jugend wieder zufrieden, unsere Kinder zufrieden, unsere Senioren. Die sind einmal, denke ich, im Monat hin. Die Kids, Teenies sind zweimal in der Woche hin. Nochmals meinen Dank an alle, an Caritas, an die Stadtverwaltung und ganz besonders an Sie. Also ich persönlich als Ortsvorsteher von Eichelberg kenne die Gegebenheiten hier vor Ort sehr gut, schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. Und ich weiß auch die Gepflogenheiten, die hier waren. Und es war auch ein Raum, der vielseitig genutzt wurde. Das ist gut so. Jetzt zieht die Jugend mit ein. Das ist erst recht gut, weil jung und alt in Verbindung ist wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen, wenn dann die mal da sind. Und vielleicht treffen sich jung und alt mal gemeinsam, um vielleicht Erfahrungen auszutauschen. Erzählen von früher, wie war es denn eigentlich, und vielleicht ist es auch hier für die Jugendlichen, für die Kinder mal interessant,
wenn ältere Herrschaften hier von früher erzählen können, wie war es denn eigentlich hier? Wie war das Gelände? Hier war ja schließlich der frühere Bahnhof. Hier war der Bahnhof von Tiefenbach. Ja, deshalb auch in Anlehnung zum Waggon dazu. Dann wünsche ich allen jetzt alles, alles Gute und ja, gutes Gedeihen und dann in Eichelberg zu gegebener Zeit ebenso. Ja, ich glaube, hier ist ein Traum wahr geworden. Ich glaube, so ist es, wenn ich Ihren Ausführungen lausche. Dann ist es etwas, was gedauert hat, aber was sich wunderbar entwickelt hat. Und wir sind ganz froh und dankbar von Caritas, dass wir das mit Ihnen gestalten können, bereits getan haben. Und wir haben dadurch, dass wir Frau Neugebauer und Frau Mantel eben auch als erfahrene Begleiterinnen eines solchen Projektes mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, was immer ein Erfolgsversprechen auch bedeutet, da wissen wir, dass es in guten Händen ist, Frau Mantel. Wenn Sie die 2 Tage hier öffnen, dann werden Kids kommen und werden es weiter mit gestalten und beleben und mal schauen, wie es dann noch weitergeht. Ich glaube, hier steckt in der Netzwerkarbeit ganz viel Herzblut. Das ist gerade rübergekommen und ich glaube, dass es ein wegweisendes Projekt ist für die Region und wünsche ganz gutes Gelingen und wir werden bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ich finde den Zeitpunkt jetzt, Frühjahr kommt, es wird hier Feiern geben. Herr Dreher sagte gerade, ob es direkt schon eine Party ist, wissen wir nicht. Aber wir werden hier beleben können, da gehe ich fest von aus, bevor der nächste Herbst kommt. Herzlichen Dank für das gemeinsame und gutes Gelingen für die Umsetzung. Ich finde es klasse, dass das alles so gelungen ist. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten sozusagen sagen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, es gelingt nur, wenn wirklich alle zusammenarbeiten. Das heißt einerseits natürlich wir als Caritasverband mit den Mitarbeiterinnen, die da sind, aber andererseits natürlich Ortsvorsteher, die da sind und sagen, wir wollen was. Und natürlich eine Kommune, eine Stadtverwaltung, die sagen, wir machen das auch. Und nur in diesem Zusammenwirken, das sage ich ganz ehrlich, ist das möglich. Ansonsten wäre das hier, auch dieser kleine Jugendtreff, nie zustande gekommen. Das hat super gut funktioniert. Natürlich muss man auch immer ein bisschen Geduld haben. Wir waren vor kurzem da, da hingen die alten Leuchten noch. Dann hat Frau Mantel gesagt, ah, die kommen schon noch raus und so. Hat alles wunderbar geklappt. Das braucht halt auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld, ist auch klar. Aber es gelingt und das finde ich das Entscheidende. Und es ist ideal hier. Also ich sage es mal so, auch wenn er klein ist, aber er ist klein und fein. Wir haben eine Sporthalle nebendran, was klasse ist. Hier drumherum ist Fläche, da kann nichts passieren. Es ist keine Straße, die stark befahren ist, also besser geht's nicht. Die Jugendbeteiligung, das war auch ein super Prozess, muss ich sagen, also besser kann man es auch nicht machen. Die Kids sind da. Ich möchte aber ein Dankeschön loswerden an euch beide. Ich kann mich noch erinnern, als wir vor einiger Zeit, ich weiß jetzt schon her, zusammengesessen sind, aber überlegt, was können wir machen für die Kids in Tiefenbach. Dann haben wir den Waggon, aber natürlich die Nutzergruppe sind zu heterogen, um alles in einem solchen Waggon abzubilden. Dann ist der Ball ins Spielfeld gekommen, Weinprobierstube, altehrwürdig und mit gewisser Tradition, aber einfach ein bisschen Stecke geblieben in der Entwicklung. Und ihr beide habt mit Löwenmut die Idee aufgenommen und habt gesagt, lassen wir mal sacken, kommen wir näher. Man musste dann die personelle Dimension noch klären. Und jetzt stehen wir hier, haben einen Kids-Treff. Ich finde es klasse, ich hoffe, das läuft, aber ich bin sicher, unter eurer Regie wird es ein Erfolg. Und ja, es ist auch der richtige Zeitpunkt, Sie haben es richtig angesprochen. Wir gehen jetzt früher raus mit viel Wind in den Segen für den Kids-Treff hier in Tiefenbach. Herzlichen Dank für euren Beitrag dazu. Ja, vielen Dank für die ganzen lieben Worte und Wünsche. Ich gebe noch einen kleinen Ausblick. Wir haben uns ja jetzt im kleinen Rahmen nur getroffen, einfach wegen der Corona-Maßnahmen. Aber wir wollen einfach noch, wenn es wieder möglich ist, nochmal irgendwie einen Tag der offenen Tür machen oder nochmal einfach irgendwie ein Fest, wo auch wirklich dann die Jugendlichen und Kinder kommen dürfen, die Eltern kommen dürfen.